Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, fordert: Wer zu Hass aufruft, muss schärfer verfolgt werden. Frauke Petri, die AfD-Vorsitzende in Sachsen, sagt: Wir dürfen nicht zulassen, dass die Flüchtlingszahlen in Deutschland ungebremst ansteigen. Thomas Strobel, der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende, sagt: Die Bundesländer haben die Pflicht, Flüchtlinge besser zu schützen. Olaf Sundermeier, für den Rechtsextremismus-Experten, steht fest: Im Osten werden fremdenfeindliche Aktionen von einer passiven Mehrheit geduldet. Herr Sundermeier, Sie befassen sich seit Jahren mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Haben Sie eine Erklärung, wie so viel Hass entstehen kann? Also Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist grundsätzlich ein Problem in unserer Gesellschaft bundesweit, mit dem Unterschied, dass diese Werte, diese Einstellungswerte, das sagen uns die einschlägigen Studien, im Osten einfach weiter verbreitet sind als im Westen. Und in der momentanen Stimmung, in diesem fremdenfeindlich vergifteten Klima, was durch Pegida zum Beispiel angetrieben wird, was auch durch die AfD angetrieben wird, was von Leuten angetrieben wird, die bundesweit einen rechten Kulturkampf führen gegen die Einwanderungsgesellschaft, gegen Flüchtlinge. Frauke Petri, Sie sind die AfD-Chefin von Sachsen. Frau Petri, wenn der Verfassungsschutz warnt, dass, wie Herr Sundermeier sagte, Rechtsextremisten diese Sorgen und Ängste der Bürger gezielt ausnutzen und nicht nur provozieren, sondern sich auf diese Ängste setzen. Wie können sich die Bürger eigentlich, die Bürger, die Sorgen haben, vor diesen falschen Freunden schützen? Wie machen die das? Ja, nun, ich glaube, dass es generell zu spät reagiert ist, wenn man wartet, dass die Bürger sich mit dem Problem auseinandersetzen. Ich habe in Tröglitz mit Herrn Niert gesprochen, dem zurückgetretenen Bürgermeister. Und anders, als ich es jetzt gerade wieder gehört habe, hat er mir explizit gesagt, nein, er ist nicht wegen der Drohung von Rechtsextremisten zurückgetreten. Er hat sich selbst über diese Berichterstattung sehr geärgert. Und er hat mir gesagt, er ist deswegen zurückgetreten, weil er sich von der Verwaltung alleingelassen gefühlt hat, weil er viel früher schon mit den Menschen reden wollte. Er hat den Landrat ausdrücklich in Schutz genommen, der auch Dialog angeboten hat. Er hat gesagt, es ist viel zu lange gewartet worden, mit den Bürgern zu reden. Und was sich dort Bahn bricht, ist, wenn es gewalttätig wird, immer zu verurteilen. Das ist vollkommen klar. Aber klar ist auch, dass diese Probleme eben nicht in den Kommunen gelöst werden können, sondern sie müssen an übergeordneter Stelle gelöst werden. Das heißt, national mit der Bundesregierung oder wenn es darum geht, dass Verträge mit europäischen Partnerstaaten eingehalten werden müssen, den Dublin-Staaten, dann müssen sie auf europäischer Ebene gelöst werden. Die Bürger können das nicht lösen und sie sind überfordert und sie wissen auch zu wenig. Und natürlich fällt man in einfachen Wahrheiten zum Opfer. Das ist nicht unnormal, aber das ist eigentlich schon viel zu spät. Dann stellen wir genau diese Frage an zwei Politiker in dieser Runde. Frau Roth, schauen wir einmal nach Europa. Die Politik in der EU nimmt in Kauf, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Sie schiebt diese Flüchtlinge von Land zu Land und hat Schwierigkeiten damit, überhaupt ihre Aufnahme zu organisieren. Da sind Tote zu beklagen. Wie kann man in einer solchen Situation von den Menschen hierzulande erwarten, dass sie eine Willkommenskultur entwickeln? Also erstmal ist es eine wirkliche Katastrophe, was in Tröglitz passiert ist. Eines geht gar nicht. Dass man sagt, dafür sind die Flüchtlinge schuld, die noch nicht mal da waren in Tröglitz. Dafür sind schuld die Flüchtlinge, sondern die Flüchtlinge machen uns Probleme, sondern wir sollten endlich ein viel stärkeres Bewusstsein darüber herstellen, dass die Flüchtlinge Probleme haben. Wenn man nicht aufhört, diesen Versuch, Flüchtlinge vor allem abzuwehren, wenn man nicht aufhört, nicht endlich das zu tun, was der Hohe Flüchtlingskommissar fordert. So, natürlich braucht es eine Bereitschaft, sehr viel mehr Flüchtlinge bei uns aufzunehmen. Wir brauchen eine größere Aufnahme, eine faire Verteilung. Frau Petri, man hat überall in den Medien gelesen, dass das natürlich eine Schande ist, dass man sich um das Ansehen Sachsen-Anhalts sorgt und auch ganz Deutschlands sorgt. Was glauben Sie, wie groß sind die Sorgen eigentlich um diese Flüchtlinge? Ja, genau. Ich war Anfang der Woche in einer Erstaufnahmerichtung in Sachsen und habe gesehen, wie man sich dort sehr fürsorglich um die ankommenden Asylbewerber kümmert. Zu Frau Roth möchte ich sagen, es reicht eben nicht zu sagen, die Menschen dürfen nicht auf dem Mittelmeer ertrinken. Wir müssen fragen, warum gehen sie denn überhaupt aufs Mittelmeer? Wer bringt sie denn dazu, in die Boote zu steigen? Wer begünstigt denn die Schlepperbanden? Wer schafft denn die Anreizsysteme? Das sind die Fragen, die Ihre Partei nicht so gern beantwortet. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass die Leute, die hier ankommen, gut betreut werden. Das werden sie auch, was nicht immer leicht ist, weil nämlich in diesen Unterkünften auch interkulturelle Konflikte ausbrechen, die dann von den Mitarbeitern unserer Asylbehörden geregelt werden müssen. Ich habe das selbst gesehen, das ist nicht
einfach für unsere Mitarbeiter. Und die tun alles, damit diejenigen, die hier ankommen, sich wohlfühlen. Da braucht man uns, glaube ich, überhaupt keine Sorgen zu machen. Die deutschen Standards sind da recht hoch. Aber Tatsache bleibt auch, dass wir ganz klar machen müssen, wer unter unsere Gesetzgebung fällt. Und das wird immer ganz gern vermieden. Wir reden allgemein von Flüchtlingen und vergessen dabei, dass 70% eben keinen Asylgrund und keinen Grund nach der Genfer Konvention haben zu kommen. Das heißt, jeder hat natürlich das Recht darauf, sich selbst zu verwirklichen. Aber was uns fehlt, und dabei braucht man die Politik, ist ein vernünftiges Einwanderungsgesetz. Herr Strobel, da ist Ihre Partei besonders gefordert. Die verweigert sich ja nach wie vor einem Gesetz zur geregelten Einwanderung. Die SPD ist da ein Stück weiter. Dann können wir unterscheiden zwischen Asylsuchenden oder Flüchtlingen und Einwanderern. Und das geschieht in der Politik viel zu wenig. Und wenn, dass die Bürger das da nicht können, das muss Sie nicht wundern, wenn die Politiker es offenbar auch nicht können. Herr Sundermeier, dann ist die Politik gleich wieder dran. Wenn die AfD sagt, wir haben eigentlich nichts gegen Flüchtlinge und wir haben eigentlich auch nichts, wenn ich Sie richtig verstehe, gegen anerkannte Asylbewerber, aber gegen die anderen haben wir etwas. Nein, wir haben nichts gegen Sie. Ist das dann schon ausländerfeindlich? Also wenn der Kollege von Frau Petri, Herr Gauland, der Fraktionsvorsitzende in Brandenburg und auch Landesvorsitzende dort in Brandenburg ist, Fraktionsvorsitzender im Landtag, sagt, er möchte nicht, dass noch mehr Menschen aus dem Nahen Osten hierher kommen, Menschen, die sich deutlich von unserer Kultur unterscheiden, dann ist es für mich ganz deutlich fremdenfeindlich geprägt. Und wenn Herr Gauland ferner sagt, wir müssen eine Zuwanderung haben von Menschen, die zu unserer Kultur passt, dann ist es für mich völkisches Denken. Und beschleunigt die fremdenfeindlichen Einstellungen, die einfach viele Wähler der AfD in sich tragen, insbesondere im Osten der Republik, aber natürlich auch im Westen. Aber im Osten der Republik verfängt das ganz besondere, weil dort einfach die Distanz zu fremden Kulturen am allergrößten ist. Denn dort, wo Menschen leben, ohne Erfahrung im Umgang mit Fremden, mit Leuten aus fremden Kulturen, da ist die Fremdenfeindlichkeit am stärksten. Wissen Sie, Frau Petri, darf ich kurz auf Sie was sagen? Wenn Sie sich treffen im Januar mit Pegida und wenn Sie feststellen, es gibt wesentliche Übereinstimmungen in den Inhalten, dann ist doch ziemlich klar, was Sie für eine Politik vertreten, wenn es um Flüchtlingsabwehr geht. Dass die Pegida, jetzt lassen Sie mich mal ausreden, ne? Müssen Sie nicht sagen, wir lassen ausreden. Okay. Pegida offen rassistisch, offen homophob, Aufruf zu Gewalt und Sie sagen große Übereinstimmungen mit Pegida. Wenn Sie sagen die Anreize, dann unterstellen Sie, und das ist wirklich absurd, wenn man sich die Fluchtursachen anschaut, dass die Menschen nur hierher kommen, weil sie hier Anreize bekommen, weil es hier so schön für sie ist. Und zu sagen, die kommen nur, weil sie Schlepper in die Boote setzen, die kommen nur, weil sie hier Anreize haben, dann sind wir ganz, ganz schnell bei ihren Plakaten, die sie ja auch schon mal gerne drucken, dass es darum geht, abzuwehren, dass man sozusagen in den Wohlfahrtsstaat einwandert und dass man unterscheidet zwischen den Guten und den Schlechten. Und ich sage, solange so eine Politik gemacht wird, ist das mit, sind Sie mit Brandstifterin und sind Sie mit Stichwortgeberin für all die, die glauben, sie könnten Gewalt anlegen gegen Flüchtlinge. Ja. Frau Roth. Frau Roth, wenn Sie schon über solche Details sprechen, dann sollten Sie besser kennen. Sie kennen das Pegida-Programm offensichtlich nicht. Dort wurde sehr wohl eine sehr humane Flüchtlingspolitik angemahnt. Es wurde nur darauf gedrungen, dass sie auch wirklich umgesetzt wird. Und das, was Sie beschreiben, natürlich können Sie in die entsprechenden Länder fragen und Sie finden immer Gründe, warum Menschen bei uns einwandern wollen. Und um die Flüchtlinge, die ungefähr 30% ausmachen von den 100%, die bei uns ankommen, um die geht es überhaupt nicht. Also bitte differenzieren Sie da zwischen Asylsuchenden, Asylberechtigten, den Bürgerkriegsflüchtlingen und denjenigen, die auch aus guten persönlichen Gründen einwandern wollen, die aber eben Einwanderer sind. Und solange Sie das nicht tun, haben Sie das Problem genau genommen gar nicht erkannt. Wir fragen nochmal nach der Haltung, die offensichtlich ja leider sehr vorherrschend ist, nicht nur im Osten, sondern irgendwie auch in großen Teilen der Republik. Es gibt keine Flachbildfernseher in den Flüchtlingsunterkünften, es gibt keine goldenen Wasserhähne. Nach 15 Monaten gibt es Stütze. Woher kommt das Gefühl, dass denen da, diesen Flüchtlingen, alles gegeben wird und den Deutschen zu wenig? Woher kommt das? Na, ich glaube, das ist eine Frage von Intransparenz. Die meisten Leute wissen es tatsächlich nicht besser. Und wer es nicht weiß, der fällt natürlich auch auf einfache Wahrheiten herein. Ich habe vorhin gerade gesagt, warum Herr Niert tatsächlich frustriert gewesen ist. Frustriert gewesen ist er auch über ein Verwaltungsversagen, das nämlich sein
vorgesetzter Bürgermeister eben nicht auf sein Drängen eingegangen ist, rechtzeitig eine Einwohnerversammlung zu machen, um Dinge zu klären. Übrigens war Herr Niert auch derjenige, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Zahl der unterzubringenden Asylbewerber in dem Heim eben nicht ganz so groß ausfällt, wie ursprünglich gedacht. Da war wirklich jemand am Werk, der beide Seiten versucht hat zu verstehen. Deswegen, da hilft nur Aufklärung und da hilft eben auch von der Politikseite nur, zu erklären, dass es eben auch verschiedene Gründe gibt, nach Deutschland zu kommen. Und alle als Flüchtlinge zu bezeichnen, ist schon die erste undifferenzierte Äußerung an der Stelle. Den Leuten muss erklärt werden, dass es verschiedene Gründe gibt, nach Deutschland zu kommen. Denn das sehen die Leute ja auch, dass es zum Teil Christen sind, verfolgte Christen, die im Übrigen die wenigsten Probleme machen, sich am schnellsten integrieren, während es häufig, es gibt Vandalismus an christlichen Gebetsräumen in Asylbewerbereinrichtungen. Sollten Sie mal gucken gehen, Frau Roth. Habe ich in Chemnitz gerade gesehen und in anderen Bundesländern ist das genauso an der Tagesordnung. Also klären Sie die Bürger auf, klären Sie sie früher auf. Es gibt meiner Ansicht nach, und da stimme ich nicht mit Ihnen überein, Herr Sundermeier, im Osten keine größere Fremdenfeindlichkeit. Es gibt eine Skepsis gegenüber staatlichem Handeln und das lässt sich aus der Geschichte von 25 Jahren recht gut erklären, aber nur, weil man mit weniger Ausländern in den eigenen Kommunen zusammenlebt, heißt das noch nicht automatisch, dass es eine größere Ablehnung dafür gibt. Ich weiß, Sie vertreten diese These und Sie vertreten ja auch gleich die Ansicht, dass in Tröglitz die Rechten am Werk waren. Da bitte ich doch, die Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Noch ist nicht aufgeklärt, wer es war. In Dresden wurde behauptet, dass der eritreische Flüchtling von Deutschen umgebracht wurde. Am Ende war es ein Landsmann. Ich glaube, wir müssen gelassener werden und wir müssen bei den Tatsachen bleiben und wir müssen die Bürger in der Tat auch in ihren Sorgen ernst nehmen. Herr Sundermeier kann uns erklären und nochmal erklären, warum Sie glauben, dass etwas im Osten anders ist als im Westen. Und ich stelle anschließend dann noch eine inhaltliche Frage. Woran machen Sie das fest, dass es im Osten eine andere Nähe und Bereitschaft gibt, fremdenfeindliche Auffassungen überhaupt anzunehmen und dass dieser zivilisatorische Lack da dünner ist als am Westen? Als im Westen? Woran liegt das? Ich will erst mal erklären, dass Frau Petri wochenlang mit dem Rassisten Lutz Bachmann paktiert hat. Bitte? Ja, das haben Sie getan, das haben Sie getan, das haben andere. Jetzt lassen Sie doch bitte einfach mal die Leute hier an dem Tisch ausreden. Alle anderen tun das auch. Sie haben wochenlang mit dem Rassisten Lutz Bachmann und den Pegida-Organisatoren paktiert. Das ist eine zutiefst fremdenfeindliche und rassistische Bewegung. Ich war am Montag zum x-ten Mal in Dresden, habe mir Pegida angeschaut. Das ist eine Versammlung von 10.000 Rassisten gewesen dort, die Gerd Wilders zugejubelt haben, dem Popstar unter den Islamhassern in Europa. Ich glaube nicht, dass die AfD die Sorgen von Menschen ernst nimmt. Ich glaube, man muss Ängste ernst nehmen. Das ist aber was anderes, Ängste ernst zu nehmen, als Ängste zu schüren und als Brandstifter zu sein oder als Stichwortgeber zu sein. Und man hört es ja, man spürt es, das ist ein kultureller Chauvinismus, das ist die Unvereinbarkeit, das sind die Muslime, das sind Parolen, die auch mit zu einer Stimmung beitragen. Und da tun auch die demokratischen Parteien sehr gut. Frau Petri, Initiativen gegen Flüchtlinge gibt es auch im vornehmen Hamburger Westerhuse. Da lässt man allerdings Anwälte entscheiden. In Ostdeutschland ist das anders. Ist die Stimmung im Osten einfach insgesamt eine aufgeheiztere? Nein, ich glaube nicht, dass die Stimmung im Osten wesentlich anders ist als in den alten Bundesländern. Und ich denke, Frau Roth, auch wenn man Unwahres wiederholt, wird es dadurch nicht wahrer. Und das gilt genauso für Herrn Sundermeier. Die Leute im Osten gehen auf die. Ja, es wird einfach nicht wahr, wenn sie es wiederholen. Das müssen sie auch langsam mal lernen. Ja. Also, bin ich mal gespannt, was ich lernen muss. Naja, sie wiederholen gebetsmühlenartig, dass der Osten so fremdenfeindlich sei und dass Pegida fremdenfeindlich sei. Das müssen Sie einfach mal anfangen zu differenzieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Einstellung gegenüber staatlichem Handeln im Osten sicherlich eine andere ist. Es gibt mit der Wende eine andere Geschichte, eine größere Skepsis, sowohl gegenüber politisch Handelnden, gegenüber politischen Parteien, das kann man auch an dem Wahlverhalten sehen, und auch gegenüber dem Staat. Das ist aber per se, wenn man das demokratisch äußert, überhaupt kein Problem. Wenn Bürger auf die Straße gehen, um sich demokratisch zu äußern, wie das auch bei Pegida geschehen ist, dann finde ich, sollten wir nicht, wie Sie das immer wieder gern tun, Herr Sundermeier, auf die Fremdenfeindlichkeit zuerst abheben, sondern schauen, wo das Problem eigentlich liegt. Und was Sie
hier machen, ist Symptombekämpfung. Das, was in, den, Sie wissen genauso gut, wenn Sie das analysiert haben, dass die Zahl der Extremen bei den Pegida-Demonstrationen im niedrigen, dreistelligen Bereich gelegen haben. Da können Sie den Staatsschutz fragen, da waren Linksextreme und Rechtsextreme gleichermaßen dabei. Aber wir können uns doch auch noch mal, Frau Petri, anschauen, wie die Verteilung von Flüchtlingen überhaupt aussieht in Deutschland. Ja, da gibt's den Königsteiner Schlüssel. Nämlich auch noch mal vorbereitet, der berühmte Königsteiner Schlüssel. Genau, da kommt er und wir sehen, dass Nordrhein-Westfalen die meisten Asylbewerber bekommt mit insgesamt 21,2%. Saarland 1,2, der Osten insgesamt aber eben mit 2,8 bis 5,1% eben im klar einstelligen Bereich. Das wird entschieden nach der Einwohnerzahl einerseits und der Wirtschaftskraft, die einzelne Länder haben. 15,3% sind es also insgesamt, die im Osten landen und 81,3% im Westen. Kann diese Fremdenfeindlichkeit auch ohne Fremde entstehen? Das fragt man sich doch einfach. Es gibt so wenig Fremde. Würde sich etwas an der Situation im Osten ändern, wenn die Menschen nicht nur vom Hörensagen sprechen würden, sondern wenn sie persönliche Erfahrungen hätten, wenn sie wirklich Fremde treffen würden? Ja. Ich glaube, wir diskutieren das Problem immer noch auf einer Ebene, wo es nur zum Teil hingehört. Natürlich muss vor Ort geholfen werden und das wird im Osten genauso teilen wie im Westen. Es gibt die Unterkünfte, es gibt die dezentralen Einrichtungen nach der Erstaufnahmeeinrichtung in unserem Nachbarort. Geht mein Mann regelmäßig als Pfarrer in das Asylbewerberheim, um mit den Asylbewerbern zu sprechen. Das funktioniert an vielen Orten völlig problemlos. Die Fälle, wo es Probleme gibt, natürlich treten die besonders in die Öffentlichkeit. Aber nochmal, das Problem, das wir bewältigen müssen, ist festzustellen, wer berechtigt nach Deutschland einreisen darf und wer es nicht tut. Und deswegen hilft es auch nicht, immer wieder nur von den Flüchtlingen zu reden, sondern wir müssen einfach uns eingestehen, dass wir gar kein Problem hätten, die Bürgerkriegsflüchtlinge und die politisch Verfolgten unterzubringen, wenn wir konsequent Recht und Gesetz anwenden und dafür sorgen, dass die ca. 70%, die eben nicht unter die Kategorie fallen, abgeschoben werden. Das ist die Wahrheit. Es muss Rechtsstaatlichkeit herrschen. Wenn wir von unseren Bürgern erwarten, dass sie sich an Recht und Gesetz halten, muss das für die Anwendung von Recht und Gesetz im Asylbereich genauso gelten. Wir geben diese Beispiele von der Facebook-Seite dieser Sendung. Was für Fachkräfte? Sehe nur die Fachgebiete Einbruch, Raub und Betrug. Kümmert euch um die Armut bei den eigenen Mitmenschen, ihr Labersäcke, bevor ihr irgendwelche Zuwanderung diskutiert. Ich könnte euch allen vor eure Diätenerhöhung spucken, ihr Politiker, seid das Allerletzte. Ich habe echt die Schnauze davon voll, für alle zahlen zu müssen. Ich stelle das Arbeiten ein und lasse mich wie Politiker, Beamte und Flüchtlinge vom Staat alimentieren. Die Flüchtlinge sind ja per se besser gestellt als der dumme deutsche Michel. Die reden immer nur von armen Flüchtlingen und Familien. Ich sehe in Dresden nur junge Männer mit Smartphones und mehr Geld in der Tasche als so mancher normal verdienende Deutsche. Und bei Twitter ist zu lesen, Fernsehen an und nur Gelaber über das Gesocks, das in unser Land kommt. Gehirnwäsche pur. Ich möchte keine Asylanten mehr. Taschendiebstahlfachkräfte haben wir zum Überfluss. Dieser Fachkräfteüberschuss wird leider nie in den Talkshows thematisiert. Klar. Sascha Lobo. Frau Roth, Sie haben nicht nur in den letzten Monaten, sondern seit Jahren mit Verleumdungen und mit wenigstens Beschimpfungen ähnlicher Art natürlich auch zu tun. Ist in Ihren Augen diese Qualität auch neu? Also die Qualität, also ich bin schon seit lange sozusagen privilegiertes Angriffsziel. Was neu ist, dass Pegida, die ja von Frau Petri als nicht rassistisch bezeichnet wird, dass Herr Bachmann zum Beispiel gepostet hat, dieses grüne Ökopack und allen voran Claudia Fatima Roth muss standrechtlich erschossen werden. Und wenn Sie das dann so sehen, dann kriegst du schon ein komisches Gefühl. Aber ich sage Ihnen eins, ich schenke denen nicht meine Angst. Es geht gar nicht um mich. Es geht nicht um mich als Politikerin. Aber ich weiß, dass das, was im Netz passiert, Menschen total Angst macht. Total Angst macht. Es haben Juden Angst in unserem Land. Es haben Muslime Angst in unserem Land. Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihr Mann Pfarrer ist. Wie reagieren Sie eigentlich auf solche Verleumdungen gegen Politiker, gegen Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, was die Kirche ja tut, indem sie beispielsweise Kirchenasyl gewährt und damit auch eine Form von demokratischem zivilem Widerstand leistet? Was tun Sie, wenn Sie solche brutalen Verleumdungen lesen? Was geht da in Ihrem Kopf vor?
Verleumdung, also verbale Gewalt ist genauso abzulehnen wie körperliche Gewalt. Also das, und jeder empathische Mensch wird das so empfinden. Insofern, wenn Politiker, egal von welcher Seite, und da muss man eben auch sagen, dass Politiker eben auch von einer anderen extremistischen Seite natürlich bedroht werden, auch verbal und auch mit körperlicher Gewalt, dann ist das genauso abzulehnen. Das hat der Strobel vorhin auch gesagt. Insofern ist Extremismus, egal von welcher Seite, in einer demokratischen Gesellschaft abzulehnen. Und selbstverständlich finde ich es richtig, wenn Menschen sich für Flüchtlinge einsetzen. Ich meine, das ist eine Form von Miteinander, die in jeder Gesellschaft gelebt werden soll. Darum geht es aber gar nicht. Ich glaube, wir bleiben auf der Ebene verhaften, wo wir nur schauen, als seien die Bürger das Problem. Aber warum haben denn Bürger Angst? Warum haben Bürger Sorge? Und warum haben Politiker die Pflicht, sich mit den Sorgen der Bürger zu beschäftigen? Das muss die Frage, die gestellt wird. Wir haben diese Frage auch mit Ihnen. In dem Moment, wo man diesen Hass Angst oder Sorge nennt, da macht man sich mitschuldig. Und das ist die eigentliche Katastrophe, die von der AfD ausgeht. Das ist nicht richtig. Frau Petri schüttelt mit dem Kopf. Würden Sie, Sie haben eigentlich schon ausgedrückt, dass Sie sich diese Jacke nicht anziehen wollen, aber die Frage ist, ernten Sie am Ende das, was gesät wurde und was im Netz gesät wurde, indem Sie sich auf diese Hasstiraden der Leute draufsetzen und sagen, das sind begründete Bemerkungen? Die AfD setzt sich auf Hasstiraden auf. Sie greift nun ein Problem auf, das die Politik lösen muss. Und dass im Netz viel geschrieben wird und dass auch auf Facebook-Seiten der AfD wie auch auf ihrer Facebook-Seite inakzeptable Äußerungen passieren, das ist richtig. Aber das Netz ist an der Stelle offen. Ja, das tut, würden das, Sie die das, Leute das, tut, verklagen? Das tun wir ja auch. Wenn wir rausbekommen, wer es ist, wenn es eigene Mitglieder sind, gehen wir gegen diese Menschen sehr stringent vor. Das kann ich Ihnen versichern. Und noch einmal, dieser Hass, Sie haben das vorhin sehr schön gesagt, den hat es leider Gottes immer schon gegeben und das Netz macht ihn öffentlich. Das ist natürlich eine Entwicklung oder zumindest ein Problem, dem wir begegnen müssen. Aber ich wehre mich vehement dagegen, dass Sie immer Pegida und AfD in einen Topf werfen. Da machen Sie es sehr, sehr einfach. Wenn Sie schauen, was wir zum Thema Asylpolitik sagen, dann sehen Sie, dass wir das Asyl bejahen und dass wir die Flüchtlingsaufnahme bejahen, dass wir aber eine differenziertere Politik verlangen, als sie derzeit betrieben wird. Aber was ist denn da bitte schön die inhaltliche Übereinstimmung mit einem Herrn Bachmann, mit dem Sie sich getroffen haben, der Ende des Jahres, bevor Sie sich getroffen haben, von Ungeziefer, von Gesochse redet, der Leute erschießen will, der sich als Hitler verkleidet, der jetzt Geert Wilders einlädt, der homophob ist ohne Ende. Was sind die großen inhaltlichen Übereinstimmungen, die Sie, ich zitiere Sie, benannt haben, als Sie die Treffen mit Pegida durchgeführt haben? Das würde mich gerne interessieren. Ja, wir haben ein Treffen mit dem Pegida-Team gemacht und nicht, wie Sie behauptet haben, Herr Sundermeier, mit Herrn Bachmann paktiert, wo Sie diese Idee, dieses Märchen hernehmen. Herr Bachmann war für uns nie ein dauerhafter Gesprächspartner. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen. Es gibt ein Orga-Team, das sich zusammengefunden hat. Und wir haben damals das Orga-Team eingeladen. Übrigens als erste Partei, weil alle anderen sich den Dialog verweigert haben. Das ist wahrhaft antidemokratisch, nicht mit den Leuten zu reden. Und das hat Ihre Partei getan. Und auch Ihre Partei hat das lange getan. Am Ende hat sich Herr Ulbricht häufiger mit dem Pegida-Team getroffen als die AfD jemals. Und man hat festgestellt, dass es nur geht, wenn man miteinander redet. Mit Rassisten braucht es keinen Dialog. Ach, hören Sie doch auf, mit Frau Roth. Nicht mit Rassismus, Islamophobie gibt es keinen Dialog. Sie müssen auch mal lernen. Hören Sie auf, mir zu sagen, was ich lernen muss. Da gibt es, glaube ich, auf der anderen Seite einigen Nachteile. Na, das ist ja eine tolle demokratische Einstellung, Frau Roth. Wenn Sie glauben, dass Diskussionen nicht dazu geeignet ist, Probleme zu lösen, haben Sie ein demokratisches Problem. Es geht um den Dialog. Es geht darum, eine sachliche Frage. Ja. Würden Sie denn glauben, dass wenn, gesetzt den Fall, es gäbe keine politischen Probleme, gesetzt den Fall, wir hätten astreine gesetzgeberische Verfahren, gesetzt den Fall, die Kommunen wären mit genug Geld ausgestattet, glauben Sie dann, dass es diese Widerstände in der Bevölkerung gibt? Nicht gäbe und dass Sie nicht versuchen würden, das in Wahlergebnisse umzumünzen? Also, dass es die heile, ideale Welt gäbe, das weiß jeder Mensch, dass es nicht funktioniert. Glauben Sie dann, dass es diese Widerstände nicht gäbe? Dann wäre der Islam... Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr viel weniger Widerstände gäbe, wenn Politik das, was sie will, von den Menschen transparent macht. Mhm. Dass es trotzdem immer noch eine Ablehnung von Fremden geben kann, das kann sein. Das ist der muslimische Flüchtling wäre ja immer noch Muslim. Das ist gewissermaßen auch menschlich, aber diese Angst vor dem Fremden kann man dann eben auch nur mit Transparenz begegnen. Und die fehlt